Vielleicht hilft das ja. So, Campaign. Vielleicht hilft es, dass ich nicht jetzt 3 zu 6 bin. Ja, Master of Monster, sag es nochmal und du wirst vom Monsterjäger gejagt. Okay, so, jetzt wirklich volle Konzentration. Wirklich nachdenken und nicht handeln, so wie ich jetzt die letzten paar Mal gemacht habe. Sanga of Thunder, gut. Monster Reborn, okay. Fury, Pale Beast, Kuribo, Pale Beast. Erstmal etwas defensiver arbeiten. Okay, Memphis 1, Sinister Bird und Dark Elf. Ich hätte angreifen sollen. Verdammt, das war jetzt die falsche Variante. Egal was ich mach's doch eh falsch. Scheint so, als wenn der da einfach eine Karte überdeckt legt und je nachdem, wie es gerade ist, sich entscheidet, ach, das ist jetzt mal der Steinsoldat oder ach, das ist jetzt mal die dunkle Elfe. Das scheint mir zumindest. Monster Reborn, Song of Thunder, Pale Beast. Ich könnte jetzt richtig komisch sein und es würde mir überhaupt nichts bringen. Nee, ich mach's so. Ich gehe jetzt doch lieber in den Angriff. Angriff auf Sinister Serpent. Zack, 1-2. Damit mache ich nämlich mehr Schaden als er. Wenn ich das so durchhalten kann, dann gewinne ich letzten Endes auch. Ja, er holt es nämlich nochmal. Ruft Sangar of the Thunder. Ich kriege jetzt mal ein bisschen Schaden. Okay, aber er macht sich selber auch noch Schaden, ne? Das darf man dabei nicht vergessen. Und diese... Ich bin schon wieder ins Mikro gekommen, tut mir leid. Okay. Oh, jetzt eine verdeckte Karte. So, Red Eyes, Black Dragon. Pale Beast. Auf geht's. And the Bent Face. Attacke! Okay, aktiviert nichts. Das ist gut. Das ist sehr schön. Und ich Steinsolider. Okay, Runde beenden. Ich frage mich, was die verdeckte Karte dort ist. Ich werde es wahrscheinlich bald erfahren. Aber, naja. 3-3. Okay. Nein, ich möchte noch nichts aktivieren. Er greift an. Nein, ich möchte wieder nichts aktivieren. Endphase, ich bin dran. Zack. Nützliches Rechtstelefon. Sehr schön, die Karte ist weg. Kann sie mich zumindest schon mal nicht mehr stören. Das war's. Magic Jammer. Okay. Pale Beast, du kommst nochmal. And the Battleface. Angriff. Auf das 300er Monster. 1-2. 2-1. Runde beenden. Den Byface, Sinister Serpent, Memphis 1, Giant Stone Soldier, auf jeden Fall. Zieht sich 1000 ab, hat noch 1-1. Nein, nichts aktivieren. Greif ruhig an. Habe ich noch nichts dagegen. Ich bin dran. Okay, ziehen. Fury Imp. Das hat er gerade weggeworfen. Dark Magic, der hat den Dark Magic weggeworfen. Oh, geil. Ah, oh, das hätte ich mir nie erträumt. Auf geht's, Dark Magician. Dass ich so gewinne, hätte ich nie gedacht. Ich dachte, ich arbeite mich hier gerade zugrunde, aber nein. Bam, Alter, gewonnen. Haben eine Taktik gefunden, wie man besiegen kann. Sehr schön. You win, I've won. So, ja, bitte deinen Summer. Ich habe mein Deck reinforced. Sehr schön, neues Booster Pack. Welches ist diesmal? Wow. Erstmal den hier. Ich brauche noch die drei Dinger hier. Kriege ich irgendwie nicht. Und Weekly Yu-Gi-Oh! Wieder einmal. Schon wieder eine Woche rum. Doron Time Wizard. Den nehme ich nicht mit rein, das ist Glücksspiel. Okay. Und noch eine Polymerisation. Cool. So, Campaign, neu. Yeah, new Duelist in the house. Sehr schön. Fuck. Scheiße. Böse. Also, scheiße böse. Halbwegs in Ordnung. Richtig böse. Von mir aus. Und nochmal böse. Böse. Durchschnittlich, richtig mies, gemeingefährlich und ein cooles Ding, was in der Mitte dreht. Ja, okay. Um euch das mal zu demonstrieren, Seto Kaiba, ihr seht schon den Hintergrund, ist ein 4-5er Monster.
Kaibaseto hier im Japanischen oder Englischen, von mir aus Japanisch, Englisch, ist also, egal, Statue. Okay, mal sehen, ob er den, nee, er macht diesen coolen Trick nicht, hat er mal bei mir gemacht. Erste Runde gleich den 4-5er auf dem Feld gehabt, das hat mich sowas von gefreut. Ich habe am Ende trotzdem gewonnen, also das sowas nicht, aber es hat mich auf jeden Fall gefreut. Okay, ich gehe erstmal ein bisschen auf Angriff, um zu gucken, was da liegt. Attacke, Angriff. Und Glück gehabt. Hier hätte ich angreifen müssen. So, Runde beenden. Zeig mir, was du jetzt machst. Sei mal böse. Er ist böse. Cyberstein. Das ist richtig mies. Zahlt 5000 Lebenspunkte. Cyberstein. Und kann seinen blauäugigen Ultra-Drachen holen. Und jetzt kriege ich 3000 Schadenspunkte. Ja, böse, ne? Scheiße, böse. Und gegen die muss ich jetzt anstinken. Ha, danke, Junge. Richtig schön ins Arsch gefickt. Bam. Dann, Scorpion Lady. Komm her. Enter Battleface. Puh. Also, so leicht kann man einen 4-5er Blatt machen. Aber denk mal, was passiert wäre, wenn ich das schwarze Loch jetzt nicht gezogen hätte. Denk mal ernsthaft darüber nach. Ich wäre tot. Aber richtig tot. Nicht nur, ach ja, tot, ne, hat Pech gehabt, sondern so richtig tot. So, Harpyon Lady, zack, weg. Und das sind 2-3 Runden. Das ist schon eine Meisterleistung, ne? Sounds geil. Natürlich ist es ein Nachteil, 5000 Lebenspunkte zu zahlen. Ja, ich gebe es zu, das ist nicht perfekt, die Karte, aber wenn er es so machen will, von mir aus. So, Runde beenden. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass er nicht noch irgendwas macht, das mich jetzt aus der Bahn wirft. So, ich ziehe Magic Jammer 1-7. Fury Imp. Eine Battleface, wenn das jetzt klappt, habe ich gewonnen. Fury Imp, Angriff. Normalerweise würde ich mir andere angreifen, aber ich will es so schnell wie möglich beenden. Klappt, sehr schön. Dann Summon Skull, beende diesen Kampf. Also ihr habt gesehen, was ich mit Böse meine. Wenn man das Böse allerdings vernichtet, dann gewinnt man. So, sehr schön. Seto Kaiba erledigt. Zum ersten Mal. Kann ich auch mal zeigen, was es in diesen vier schönen Karten gibt. Ne, das sieht doch schon mal ordentlich aus. Allerdings brauche ich hierfür Sanga, Kazajin und Suijin. Deswegen hole ich die mir gerade. Serpent Knight Dragon, Three Horned Dragon, Fire Ring Pegasus, und das sind alles normale Karten, die sind alle nicht selten. Und dieser blauige Ultradrachen ist nicht selten, der ist einfach nur hier drin, als ganz normale verdammte Karte. Kannst du hier ziehen? Och, habe ich einen. Fünfmal ein Booster. Schön. Was für ein Glück. Nee, ist unseltene Karte. So, ganz ehrlich. Ich habe jetzt keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Obwohl, nee, doch, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich mache das dann beim nächsten Mal weiter. Ich muss jetzt erstmal ein anderes Spiel spielen. Ich habe zu lange jetzt Yu-Gi-Oh! Gezockt. Es waren jetzt, glaube ich, 2 Stunden. 2,5 Stunden vielleicht sogar Yu-Gi-Oh! Das reicht jetzt erstmal. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Es heißt Let's Play Yu-Gi-Oh! Die Eternal Duelist Soul. Oder aber auch, es ist Zeit für ein Duell.